Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich gerade draußen in meinem Garten bzw. in unserem Garten, weil das oben schon wieder relativ warm ist und die Butschis da schreien. Und ja, ich habe mir gedacht, ich setze mich einfach mal in den Garten und rede draußen ein bisschen mit euch. Und zwar geht es heute um ein etwas anderes Thema, und zwar um Wellensittiche haben trotz Asthma. Ich habe Asthma und ich habe schon oft im Internet gelesen, dass Tierhalter ihre Wellensittiche abgeben, weil sie Asthma haben, oder irgendwas im Internet gelesen haben darüber, was der Arzt gesagt hat. Ich möchte euch einfach meine Erfahrungen mitteilen, wie ich das Ganze sehe. Auch ich habe ein extra Gespräch mit meinem Arzt gehabt darüber und ich dachte, ich teile das einfach mal mit euch. Vielleicht könnt ihr mir eure Erfahrungen einmal unten in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit dem Thema Asthma und Haustiere, vielleicht allgemein irgendwie Haustiere. Ich beziehe das Ganze jetzt auf die Wellensittiche, ob das gut ist, ob schlecht ist, wie ich das halt einfach so sehe. Und ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Video. Wo ist denn Whisky? Ich habe Asthma schon seit ich klein bin. Wir haben das Ganze früher erfahren, wo ich am Sportunterricht teilgenommen habe. Denn da habe ich immer ziemlich schnell gemerkt, nach einer Runde Laufen, also einer Runde Warmlaufen, war ich irgendwie immer schon kaputt und hatte ganz früh Seitenstechen. Ich hatte Probleme mit der Atmung und dachte mir dann schon, okay, das ist nicht normal, weil alle meine Mitschüler laufen noch und ich kann irgendwie nicht mehr, warum auch immer. Ich habe das auch meiner Sportlehrerin gesagt, aber die dachte irgendwie, dass ich einfach nur keinen Bock habe, aber das war nicht so. Irgendwie konnte ich einfach nicht mehr. Dann habe ich das meiner Mama erzählt, dann sind wir zum Arzt gefahren und haben so einen Test gemacht. Ich weiß gerade nicht mehr, wie dieser Test heißt, aber das ist so ein Kasten, wo man sich reinsetzen muss. Und in diesem Kasten muss man dann so pusten in so ein Gerät und der misst das dann aus. Und dann kam ziemlich schnell raus, dass ich Asthma habe. Für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich viel Sport mache oder jogge oder laufe oder renne und das über einen gewissen Zeitraum, dann kriege ich Atemprobleme. Ich kriege einfach schlecht Luft bzw. Schwerluft. Ich kann einfach kaum noch Luft einatmen. Und bei mir ist es auch so, dass ich schnell Seitenstechen bekomme. Das ist meistens schon, wenn ich einmal durch die Sporthalle renne, kriege ich schon Seitenstechen. Und wir kriegen gerade Besuch von Whisky. Komm her. Das hier ist Whisky. Hast du wieder Gras gefressen? Huh? Ja, genau. Das ist unser kleiner Hund. Den habe ich jetzt in der letzten Zeit nicht so oft gezeigt. Ne? Ja, die Wellensittiche. Jo, nicht böse sein. Nicht böse sein. Der rennt hier natürlich auch draußen im Garten rum. Jetzt einmal Hallo sagen. Naja. Ich habe meinen ersten Wellensittich bekommen, als ich 6 Jahre alt war. Da haben wir uns keine Gedanken drüber gemacht, soweit ich weiß. Also, dass das nicht so gut ist, Wellensittiche, wenn man Asthma hat. Den Wellensittich hatte ich dann, glaube ich, bis ich circa 16 Jahre alt war. Und dann hatte ich meine jetzigen Wellensittiche mit 18, also 18 und dann jeweils dazu gekauft. Und dann hatte ich einen Arzttermin abgemacht und habe einfach mal nachgefragt, wie das ist mit Asthma. Ist das schlimm, wenn man Wellensittiche hat? Macht das einen Unterschied? Wie das einfach so ist. Mein Arzt hat mir gesagt, dass es an sich nicht gut ist, wenn man Wellensittiche hat, weil Wellensittiche natürlich fliegen. Das heißt, der Staub wird nach oben gewirbelt, die machen Dreck, das liegt überall auf dem Boden, das geht durch die Luft. Jedes Mal, wenn die neu fliegen oder irgendwo landen, wird das halt neu aufgewirbelt und wenn man Asthma hat, ist das wohl nicht sehr gut. Ich habe ihm dann aber gesagt, dass auch ich früher Probleme hatte mit dem Asthma, wo ich die Wellensittiche nicht hatte. Das war eben halt dieser Zeitraum von 16 bis 18. Da hatte ich genau solche Probleme wie auch ohne Wellensittiche. Also ich habe da gar keinen Unterschied gemerkt, weil ich habe auch tausend andere Allergien. Also ich habe auch eine Allergie gegen Hausstaubmilben, gegen Pollen, Heuschnupfen, sämtliche Tiere, die Fell haben, sei es Katzen, Pferde, Kaninchen, alles Mögliche. Und ich meinte, dass ich da eigentlich keinen großen Unterschied merke. Also ich habe definitiv keine Atemnot, wenn die Wellensittiche bei mir sind. Und dann meinte ich, ob es dann schlimm wäre, wenn ich die trotzdem behalte, weil ich ja keinen Unterschied merke. Er meinte, er hat aber Patienten, die ihr Leben lang Asthma haben und die eben ihre Tiere behalten haben, irgendwie Katzen oder Hunde.
Und die haben später im Alter natürlich dann Beschwerden bekommen. Die hatten dann Probleme irgendwie mit Treppensteigen, wegen der Atmung, weil das zu anstrengend war und so weiter. Er meinte aber, im Endeffekt muss man das selber wissen und so sehe ich das auch. Ich persönlich kann es mir nämlich nicht mehr vorstellen, meine Wellensittiche abzugeben, einfach weil ich sie schon mein Leben lang habe. Deswegen würde ich sie nur abgeben, wenn ich wirklich Schwierigkeiten hätte. Bisher habe ich keine. Es kann aber natürlich sein, dass ich später größere Probleme damit bekomme im Alter. Das muss man dann aber sehen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr noch keine Wellensittiche habt und Asthma habt, würde ich euch empfehlen, keine Wellensittiche zu holen, weil es dann einfacher ist, weil ihr euch nicht an diese Wellensittiche gewöhnt habt. Und sonst müsst ihr einfach schauen, wie stark das Asthma ist, ob ihr wirklich Atembeschwerden habt oder nicht. Ich habe jetzt keine, deswegen werde ich die Wellensittiche auch so behalten. Ich würde sie nur abgeben, wenn ich wirklich schwere Atemprobleme habe. Dann würde ich sie abgeben. Mir ist bewusst, dass ich dann später im Alter vielleicht Probleme haben werde, aber ich denke, das werde ich auch so haben, obwohl die Wellensittiche dann vielleicht nicht bei mir sind, durch meine 1000 anderen Allergien. Vielleicht ist es so, wenn ich die Wellensittiche abgeben würde, dass es mir vielleicht später besser geht, gesundheitlich. Aber ich finde, wenn man dann das ganze Leben lang keine Tiere hat, keine Wellensittiche, kein gar nichts, ist das irgendwie auch kein schönes Leben. Also so sehe ich das. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Wellensittiche zu behalten. Wie gesagt, wenn ihr noch keine habt und aber Asthma habt, würde ich euch raten, euch keine zu holen, weil dann seid ihr nicht dran gewöhnt, sie zu haben. Ihr kennt es einfach nicht mit Wellensittichen und dann habt ihr auch keine Schwierigkeiten später im Alter. Für die Leute, die natürlich schon welche haben, ist es immer schwierig, die dann abzugeben. Für mich ist es aber kein Abgabegrund, nur wenn ich wirklich starke Probleme habe. Mich würde es echt interessieren, wie das so bei euch ist. Im Internet habe ich auch vieles dazu gelesen. Viele Leute haben ihre Wellensittiche deswegen abgegeben, weil vielleicht auch die Kinder schwer Asthma hatten. Aber ich habe da mit momentan noch kein Problem. Ich lüfte öfters mal durch, ich mache den Käfig oft genug sauber, ich sauge das Zimmer oft genug und eigentlich finde ich, merkt man da nicht allzu viel. Das war auch das, was ich zu dem Thema sagen wollte. Ich hoffe, vielleicht hat es einigen irgendwie geholfen. Ich bin auch gespannt auf eure Erfahrungen, das interessiert mich auch immer sehr. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich weiß, das war ein sehr kurzes Video, aber ich dachte, ich spreche das Thema trotzdem einfach mal kurz an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!